Der Grund, warum es keinen Vlog gegeben hat, ist, ich bin am London Coffee Festival gewesen. Und so Festivals sind, wenn man sich nicht für die Materie Kaffee interessiert, so langweilig. Und darum habe ich gedacht, ich mache keinen Vlog, wie ich dort am Festival bin. Aber ich zeige jetzt ein paar Bilder und nachher erzähle ich von der Rückreise von London nach Zürich. Telefon. Ich habe so ein Fenster rausgerührt. Es ist jetzt kaputt, ich bin telefonlos, aber ich habe eine Sekretärin. Sie tut alles für mich organisieren. Ja, es klappt super. Wir sind vor euch da gewesen heute. Ja. Heute noch kein Mal verlaufen. Noch nie. Gestern 8 Mal, heute nie. Also eigentlich hat die London-Reise lässig angefangen, weil ich bin mit der Sandra auf London und der Felix war da, und die Aile war da, und Theresa war da, und der Dani war da. Also es waren coole Leute da. Das ist super. Was dann, ich glaube, am ersten Tag passiert ist, mein Handy ist ein bisschen unglücklich abgestürzt und kaputt gegangen. Also ich war handylos in London. Nicht so cool, aber absolut überlebbar. Wir hatten eine coole Zeit in London. Am Sonntagmorgen wollen wir zurückreisen. Und dann hat es angefangen. Wir sind am Sonntagmorgen noch easy zu Morgen essen und sind dann auf dem Bahnhof und wollten den Zug nehmen am Flughafen. Wir waren am Luton, der ist etwas außerhalb, muss man mit dem Zug gehen. Wir haben am Bahnhof gemerkt, alle Züge, die eigentlich alle 10 Minuten würden gehen, alle cancelled. Also es fährt kein Zug am Flughafen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen das Taxi. Dann haben wir das Taxi genommen am Flughafen, dass wir es zumindest noch einigermaßen in der Zeit schaffen. Am Flughafen angekommen, wir haben Online-Checking schon gemacht, stehen in der Linie an den Schalter an und warten. Und am Schalter sagt sie uns, ja, ihr müsst halt den Koffer selber nicht auf die Kästen tun und selber den Band loslassen und so. Ja, habe ich nicht gecheckt, weil ich bin, glaube ich, ein bisschen gestresst war und so. Dann sind wir an den Automaten, haben den Koffer draufgestellt und das Ticket eingescannt und dann hat es gesagt, geht nicht. Und wir haben den Mann gefragt, der neben dran gestanden ist, und der hat uns dann gesagt, 40 Minuten vor Abflug geht es nicht mehr. 40 Minuten vor Abflug wäre 12.25 gewesen. Wir sind an dem Automat gestanden, 12.26. Eine Minute zu spät. Wir haben dann gefragt, kann er irgendetwas machen? Er hat sehr halbherzig die anderen Leute gefragt und gesagt, sorry, kann man nichts machen, ihr müsst den anderen Flug nehmen, am Abend um 6 Uhr. Wir sind dann an den Infoschalter und dann haben wir gefragt, was sind unsere Möglichkeiten? Und sie haben gesagt, es hat einen Flug am Abend um 6 Uhr, aber der ist voll. Ich könnte frühestens nächsten Morgen gehen, am 9 Uhr oder am 7 Uhr, ich weiss es nicht mehr. Auf jeden Fall erst am nächsten Morgen, plus sie müssen umbuchen, das kostet euch, sie müssen das Gepäck umbuchen, das kostet euch. Dann habe ich so gefunden, nein, das möchten wir wie nicht. Und haben dann online nach einem anderen Flug gesucht. Haben dann bei British Airways einen gefunden, an einem anderen Flughafen. Sind dann mit dem Taxi an einen anderen Flughafen gefahren. Und haben dann können British Airways einchecken. Super. Und haben dann gesagt, ich muss 2 Stunden später nochmal kommen, um den Koffer aufzugeben. 2 Stunden später sind wir dann an Schalter und haben gesagt, den Koffer würde ich mir gerne aufgeben. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist nicht im Ticket drin.
das müsst ihr separat zahlen. Das müsst ihr online machen. Dann haben wir gefunden, ja gut. Dann bin ich online schauen und habe herausgefunden, ich kann es nicht online machen. Ich kann die Buchung nicht anpassen. Vielleicht, weil wir schon eingecheckt haben, vielleicht aus anderen Gründen. Dann sind wir an die Information und die haben uns gesagt, ja, das könnt ihr direkt am Schalter dort vorne machen, bei ihrem. Dann sind wir wieder am Schalter und haben dann können den Koffer aufgeben und dort gerade für uns zahlen. Wir sind dann am Sonntagabend um 11 Uhr in Zürich angekommen. Gleich noch, nach langem Hin und Her, was ich gemerkt habe, London Flughafen sind nicht so hilfsbereit. Es war schon unser Fehler, dass wir zu spät gekommen sind, aber ein bisschen Hilfe wäre cool gewesen. Dieses Jahr habe ich das Reisen nicht so im Griff. Es ist immer irgendetwas. Aber ich bin zurück und ich bin froh, dass ich zurück bin. Bis morgen.